Da einige mich gefragt haben, wie denn so ein Videoangebot aussieht, habe ich euch das nochmal hier in komprimierter Form kurz zusammengestellt. Also für dieses Video benutzt ihr ein Online-Programm, das ihr aufrufen könnt, das heißt Loom, und dann schaltet ihr entsprechend ein Video auf. Das bedeutet, ihr habt euer Angebot vorher erstellt und fügt das hier klassisch auch mit ein. In dem Fall könnt ihr jetzt euer Bild auch nochmal positionieren. Ihr geht dann auf Aufnahme und besprecht dem Kunden das Angebot in dieser Form zum Beispiel. Hallo Max Mustermann, anbei erhältst du dein Angebot, das ich hier noch einmal kurz besprochen habe, um dir die wichtigsten Punkte erläutert. Auf der Seite 2 sind wir nochmal auf deine Ausgangssituation eingegangen, haben die aktuelle Herausforderung beleuchtet und haben deine Ziele genau in den Fokus gestellt. Auf der Seite 3 habe ich dir nochmal die Punkte aufgeführt, die wir genau für dich erarbeitet haben, wo wir sagen, das sind die Punkte, wo wir bei dir in die Tiefe gehen wollen. Besonders wichtig ist mir auf der Seite 4 nochmal die Empfehlung. Wir haben drei Varianten, drei Angebotsvarianten. Das eine ist das klassische Unternehmenstraining, wo du mit 10, 12 Mitarbeitern entsprechend im Training sein kannst. Das zweite ist das offene Mentoring-Programm, wo jeder in kleinen Gruppen oder als Einzelperson bei uns ins offene Training kommen kann, als auch die Variante des 1-zu-1-Coaching entsprechend für dich gezielt für deine Bedürfnisse umzusetzen. Auf der letzten Seite hast du nochmal die Übersicht, wer wir sind, was wir machen. Das heißt, mein Kompagnon, Partner Sven Haferkamp und ich, Sven Mölleken, gehen dann gerne auf deine individuellen Wünsche noch einmal ein. Insofern freue ich mich auf ein Gespräch, auf den Austausch mit dir. Bis dahin, dein Sven Mölleken. So. Und das Ganze endet dann am Schluss auch nochmal mit einem Call to Action. Das heißt, am Ende leuchtet hier üblicherweise nochmal ein Button auf, wo jemand einen Termin direkt aus meinem Kalender picken kann. Wenn ihr das machen wollt, ich verlinke das hier drunter nochmal in dem YouTube-Kanal. Also wenn ihr wenn ihr einen Termin bei mir picken wollt, meldet euch gerne und wir sprechen darüber, wie das Ganze für euch aussehen könnt, wie ihr das Ganze für euch nutzen könnt. Und jetzt muss ich noch da auf der Seite kurz den Stop-Button drücken.